So, hallo zurück zu einer Runde Binding of Isaac. Wir spielen nochmal mit Isaac, nochmal normal und schauen, ob wir es nochmal schaffen, Mom zu besiegen. So wie wir es beim ersten Mal schon geschafft haben. Der Wurm ist wieder ein Trinket. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was der macht. Ach. Also. Ah ja, okay. Eine gewisse Chance, dass man... eine freundliche Fliege bekommt in Räumen. Und unser Begleiter hier, der... schießt immer irgendwelche zufälligen Tränen. So. War doch gleich was. Ah, oder Spinnen, keine Fliegen. Kann auch sein. Oh, Glück gehabt. Da wurde uns ein Geheimraum aufgesprengt. Mehr Herzen, glaube ich. Ja, aber will ich eigentlich nicht. Nö, will ich eigentlich nicht. So, jetzt haben wir da hinten noch einen Raum vergessen. So. Genau. Ja, super. Das ist ein Opferraum mit den Stacheln. Da kann man durchlaufen, kriegt Schaden und kann aber irgendwas dafür bekommen. Ich hab's irgendwann mal ausprobiert und hab eigentlich nichts bekommen und dachte mir dann, ne. So, die Gerdies sind auch kein Problem für uns. Also das HP ab. Genau. Ein Leben mehr ist nie verkehrt. Dafür, dass wir jetzt ja eh Devil Rooms haben wollen. Grundsätzlich, weil die immer eigentlich die besten Items haben. So, also Truhen und so, Truhen sag ich schon auch so. Basen kann schon auch was rauskommen. Ich habe die Erfahrung jetzt aber noch nicht so oft gemacht, dass da wirklich was Gutes rauskommt. Meistens kommen gefühlt Gegner raus. Rote Feuer schießen mit Rennen auf mich. Ich weiß nicht, was das für ein Item ist. Aber wir nehmen es einfach. I have been blessed. Das bringt mir super viel. Dann muss ich halt doch nachlesen. Dann. Und jedes Mal in einem Raum, wenn ich Schaden krieg bis zu einem halben Herz, bekomme ich ein Sehenherz. Also das ist für uns relativ unsinnig, würde ich behaupten. Das war jetzt wieder super schlecht. Mann, Mann, Mann. Da vorsichtig, nicht in die Stacheln laufen. Unsere freundlichen Spinne scheinen die Stacheln scheinbar nichts auszumachen, das wusste ich auch nicht. Da, eine Pille. Oh, Full Health. Das ist ja super, wenn man eh schon volles Leben hatte. Aber nein, man weiß halt nicht vorher, welche Pille welchen Effekt hat. Wird ja irgendwie. Und schon wieder ein Opferraum. Wollen wir nicht rein, weil im Moment, wir wollen jetzt eigentlich keinen Schaden bekommen, weil jetzt seht ihr links noch, haben wir noch 100% auf einen
Teufelraum. Und wenn wir jetzt Schaden bekommen sollten, warum auch immer, wir hoffen eigentlich nicht gegen Monstro. Weil es eigentlich einer der leichtesten Bosse ist, der eh meistens nicht trifft. Aber manchmal hat man halt Pech. Und dann trifft er doch. So, Glück gehabt. So, hier. Jetzt haben wir uns Zündhölzer in die Augen gesteckt. Und können schneller schießen. So, manchmal sind hier auch unsichtbare Gegner. Gibt's auch den Fall. Hui, das war aber knapp. Das rechte ist ein Begleiter. Und das linke... Hatten wir das nicht im letzten Run? Kann das eben nicht merken. Ja, das linke kann ich fliegen, das will ich auf jeden Fall... Oh, will ich den Begleiter? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was der Begleiter kann. Ach, machen wir einen Begleiter-Run. Ist eigentlich ganz lustig, wenn man ganz viele Begleiter hat. Ist egal. Mit Glück, es gibt ein Item, das macht die Stärke. Es gibt ein Item, das macht die Stärke. Also früh fliegen zu können, ist super bugged. Ach, jetzt hätte ich fliegen können. Ich hätte mir natürlich auf der letzten Ebene noch alle Items holen können. Habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Naja, passiert. Ihr seid keine Gefahr mehr für mich, wenn ich fliegen kann. Oh, das war jetzt irgendwie nicht so schlau. So, wunderbar. Schlüssel. Oh. Das ist ein unendlich gutes Item. Wir können jetzt nämlich Laser schießen. So, den Run hätten wir mal geschafft. Ob jetzt auch mit so wenig Leben, wie ich gerade habe, denke ich, dass es kein Problem mehr ist. Also das ist unendlich gutes Item. Einfach so viel Schaden damit machen kann. Und jetzt noch ein Damage abfinden. Ja, ich lasse mich schon wieder total dumm treffen. Jetzt gehen wir doch in den Shop. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich, weil da ein Boss drin ist. Nee. Hätte nämlich sein können. So, jetzt nehmen wir aber das 10 jetzt mal mit, sicherheitshalber. So. Ja. Also da kann auch was Gutes drauf kommen. Ich wundere, dass ich da immer draufsteige. Das ist durchaus Absicht. So, den kann ich... hinlegen und er explodiert, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wie gesagt, es gibt so viele Items, da bin ich selber nicht immer so fit. Da nicht wundern. Manchmal weiß ich es einfach selber nicht. Es könnte sich schon lohnen. Oh ja, es lohnt sich. Garantierte Teufelräume in jedem.
Und wir sind gestorben. Das ist eher peinlich. Dafür, dass wir wirklich verdammt gute Items hatten, aber ich habe mich jetzt einfach sehr, sehr dumm angestellt. Aber naja, hilft nichts. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Run wieder, was hoffentlich besser klappt. Sowas gehört einfach auch dazu. Also vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.